Willkommen zur Star Wars Show Deutsch. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet, wir freuen uns, dass ihr zuschaut. An alle Kunden, heute geht es um Stormtrooper. Viele sammeln nur Stormtrooper in allen Größen und in allen Varianten. Wir wollen die Analyse ja hier machen von 1978 bis unendlich, denn die wir haben ja mit Darth Vader angefangen und nun wollen wir ja die Stormtrooper mal analysieren, wie sie ausschauen, die Knickpunkte für die, die auch Step Motion machen möchten, ob diese Figuren diesbezüglich auch relevant wären. Also wir verkaufen nicht nur Figuren, wir stellen die Figuren vor für die Kunden, die in unseren Shop kommen und uns fragen, was ist denn die Star Wars Show. So, die Star Wars Show ist natürlich in Deutsch und hat nichts mit dem Ursprung The Star Wars Show etwas mit zu tun. Wir animieren, wir haben Green Room, wir haben Schauspieler und wir haben Figuren. Alle Figuren, die zu sehen sind, auch die erste von 1978, unheimlich einfach gehandhabt damals und sie war halt nicht so fixiert und man konnte sie kaum erkennen. Sie wurden damals ohne Display einfach in so Tüten verkauft. 1978, wo alles begonnen hat. Darth Vader und zweiter Teil die Sturmtruppler. Damals sprach man ja auch von Krieg der Sterne, somit spricht man ja auch von Sturmtrupplern. Diese Figur ist viel zu steif, nicht so beweglich und wäre für Step Motion nicht so. Aber sie wurde auch schon ein bisschen anders verarbeitet. Achtet immer bitte drauf, auch auf die kleinen Fehler. Also die Figuren, die gewisse Fehler aufweisen, haben natürlich einen anderen Marktwert wie jetzt die anderen. Aber die hier ist absolut nicht beweglich. Die kann man einfach nur hinstellen. Wir uns an sich auf die allergrößten Figuren spezialisiert haben, ab 50 Zentimeter sind diese 3,75 und 6 Inch Figuren nur dann erwähnenswert, wenn diese Figuren auch voll beweglich werden. Na gut, Geschmackssache. Wer von euch diese Figuren mag, wird sicherlich auf Suche sein, diese Figuren zu bekommen. Diese haben wir jetzt leider nicht mehr. An alle Kunden noch einmal, die in unserem Shop kommen. Wir haben natürlich diesbezüglich für den Film dann die Figuren eingekauft und wir analysieren diese jetzt und wie man feststellt, stehen die, stehen tun sie kaum. Man muss also wirklich reichlich dran arbeiten, damit diese Figur stehen bleibt. Meistens fällt sie um. Ja, also die Vielfalt von, das Allerbeste ist ja, wenn man drüber nachdenkt, die allerneuesten Sturmtruppler aus Teil 7, aber da kommen wir auch noch zu. Jetzt bleiben wir erstmal bei den Sturmtrupplern ab 1978. Ja, für die Sammler ist klar, so eine Figur bleibt im Case, bleibt in der Schachtel oder bleibt im Display und wird nicht ausgepackt. Wir haben sie jetzt alle ausgepackt und die meisten sind ja also auch schon verkauft worden, weil diese Figuren natürlich auch im Schaufenster zu sehen sind. Darum haben wir auch mit Sand gearbeitet, damit wir diese Figuren auch ein bisschen standfester bekommen. Diese Figur jetzt hier ist halt die nächste, die halt auch beweglich, zwar auch noch nicht mit 6 oder mehreren Knickpunkten, sondern fast identisch mit den ganz großen Figuren, wo man den Kopf etc. bewegen kann. Aber auch die ist nicht allzu standfest, man muss die also auch ausloten, damit die stehen bleibt. Ja, jetzt gehen wir gleich auf die nächste Figur. Man sieht sie alle im Hintergrund. Man sieht ja auch, dass die eine da schon im Hintergrund hinten links beweglich ist. So wie die jetzt hier auch. Kopf ist beweglich, Arme sind beweglich und auch wiederum filigran verarbeitet. Dort sind auch keine Fehlerpunkte zu finden. Arme, also mit dieser Figur kann man wunderbare Step Motion machen, wenn man genau darauf achtet, wie die jetzt gerade in der Hand liegen und wie man auch den Torso und die Knickpunkte der Beine bewegen kann. Also mit dieser Figur könnte man schon Step Motion gut animieren. Wer Rogue One schon im Voraus, darauf wollen wir auch hinaus. Wir wollen euch auch eine Rogue One Version von diesen neuen Figuren zukommen lassen.
Jetzt im Moment kümmern wir uns erstmal um diese ganzen Figuren hier, die halt in, wie ihr ja wisst, auch gleichzeitig wie aus dem Film mit den Zusätzen animationsmäßig benutzt werden können. Achtet bitte darauf, dass die Figuren so filigran sind, dass sie auch passen und dass sie auch in den Zusätzen passen und dass, wenn ihr eine Step-Motion macht, dass diesbezüglich das gut rüberkommt. Ansonsten, wer nur sammelt und reinsteckt und verschiedene Versionen da im Schaufenster oder für sich zu Hause oder in seiner Vitrine, kann die Figuren ja leicht animieren und dann in seine Szenerie oder in sein Diorama einbauen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Inches, 3,75, 6 Inch, und die sollten also auf eine Art passen. Und wenn man sich genau diese Uniformen und Gesichtszüge anschaut, erkennt man an den Sturmtrupplern, da wir ja die deutsche Show machen, so Star Wars Show, that was only Stormtrooper. Ja, der in der Mitte, der wirkt richtig, da wo mein Finger ist. Also der wirkt richtig gegenüber die anderen. Wer jetzt etwas mehr nach links außen, also der jetzt sich umgedreht links außen da, der hat wiederum einen anderen Gesichtszug. Also der Kopf ist dort etwas breiter, hier ist er etwas dünner, ist aber auch wieder in den Scharnieren besser dargestellt, ist also ein bisschen leichter, ist also auch ein bisschen dünner wie die anderen. Steht einigermaßen gut. Wie man sieht, kann man daraus wunderbare Step-Motion machen mit der Figur. Also die ist dann schon für die Step-Motion-Freunde wirklich okay, weil Mittelkörper hat 5, 6 Knickpunkte, ist voll beweglich, steht auch gut. Ansonsten sollte man mit einem Unterfuß arbeiten. Und für die normalen Sammler, die wissen ja, worum es geht. Also in unserer Analyse, in meiner Analyse geht es darum, sind diese Figuren für Step Motion geeignet oder nicht. Diese hier auf jeden Fall ist auch ziemlich gut verarbeitet und wir können da nicht meckern. Ja, da haben wir den nächsten. Auch er. Wie man bemerkt, flutschen die Sachen ziemlich schnell aus den Händen. Manche Hände sind also zu stark, da bekommt man die Waffe kaum rein. Andere wiederum, aber wenn man jetzt den Helm wieder beobachtet, ist der Helm wieder anders und auch hinten ist es etwas breiter. Drehen lässt sich die Figur nicht so gut. Und die Knickpunkte sind also auch nicht so, dass man sagen könnte, wow, den nehme ich jetzt hier für Step Motion oder so. Stehen tut er auch sehr ungern. Wie gesagt, die Waffe fällt meistens raus, weil die Hand viel zu dick, also darauf, wenn schon darauf achten, dass die Hände ansonsten einfach so drapieren, dass die Figur die Waffe gut hält und sie nicht dauernd aus der Hand fällt. Ja, den nächsten hier, achten auf die Hände, auch da die Scharniere, da kann man diese, da bekommt man die Waffe kaum raus, weil da ist es wunderbar. Auch die Knickpunkte sind, Arme hat also auch schon über 6 und zusätzliche Knickpunkte. Man kann die Figur also auch schon in verschiedenen Weisen animieren. Auch die Uniform selbst, auch die Einheiten sind filigran verarbeitet. Auch ihn kann man animieren, auch die Schusswaffe gut in die Hand drapieren. Bei dieser Figur kann man, wie gesagt, den Helm abnehmen. Den Kopf nicht, würden wir jetzt nicht empfehlen. Er hat also kein, ist fest eingearbeitet. Auch die Schraube ist zu sehen an der Seite. Naja, aber wie gesagt, ist gut verarbeitet. Halt, wie gesagt, der Kopf ist knick und man kann den Stormtrooper-Helm aufsetzen, abnehmen. Ist also auch für Geschichtenerzähler in Figurenarbeit, Filmfiguren und TV wunderbar zu benutzen. Stehen will er auch nicht. Also da müsste man dann halt auch mit gewissen Unterteilen arbeiten. Ja, die nächste Figur, wie man sieht, auch wirklich gestraged. Das heißt also, man kann diese Figur wiederum auch abnehmen. Der Kopf ist voll beweglich. Ist wunderbar bemalt, hat also auch Kampfspuren.
Ist aber in diesem Falle hier seitlich knickbar, nicht nur nach oben und nach unten, sondern in allen. Auch die, ja, der Helm ist ein bisschen schwierig, muss also schwierig drüber gezogen werden, aber hält gut. Diese Figur, wie gesagt, ist auch für Step Motion wunderbar zu benutzen. Und man kann die, wie gesagt, auch die Beine auseinanderziehen, ohne dass die dabei kaputt geht. Die Waffe bleibt auch, wie man sieht, hinten einmal falsch angeschaut und zack. Das ist ja also die andere Variante von vorhin, die wiederum, wie man sieht, einmal fällt schon, liegt alles im Raum rum. Die andere, wie gesagt, die könnt ihr auch hinwerfen, da bleibt alles. Da fällt der Helm auch nicht ab. Sie ist also etwas monströser gearbeitet, weil man die Beine auseinanderziehen kann. Das hier ist wieder so eine feste Standfigur, wieder filigran verarbeitet. Und hat zwar auch Knickpunkte, wäre identisch mit der in der Mitte. Und ist aber nicht so voll beweglich wie die anderen beiden, die gerade so eben gezeigt. Ja, also es ist schon, also jeder, also die Sammler, also hier geht es an sich um die Animation, ob man mit diesen Figuren animieren kann und ob die dann nachher wirken würden. Wie man sieht, ist schon in alle Himmelsrichtungen zu bewegen, aber wenn man es zu hoch macht, sieht man also, dass da kein Gesicht ist, sondern einfach nur ein Knopf. Ist also nicht so, also sollte man schon drauf lassen und dann halt den Kopf für alle Sachen und allen Seiten bewegen. Es kommt natürlich auf eure Sache an und auf eure Geschichte an, die ihr erzählen möchtet mit diesen Figuren. Die, die halt die Filme nachdrehen möchten oder selbstständig, so wie jetzt die Rogue One Geschichte, wo da die Figuren benutzt wurden, achtet also immer darauf, dass sie nicht so eine wie links außen. Gut, die von links außen von 1978 wäre wohl nicht, ist auch viel dicker und da waren die sogenannten Walt Disney monströsen Filme, wer sich an die Walt Disney Sci-Fi Filme noch erinnern kann. So, diese hier ist sehr elastisch, eine richtig schöne elastische Figur, wo man, wie gesagt, aber sie bei Step Motion sollten sie natürlich da bleiben, wo man sie hin biegt. Hier ist es halt mehr für jugendliche Kinder ab 5 plus aufwärts, die damit spielen wollen, damit die nicht sofort kaputt geht. Die Waffe bleibt in der Hand, ist halt gestretched, hat nicht so viele Knickpunkte und fällt natürlich auch ständig um. Ist aber ja zum Spielen okay, für Step Motion nicht so geeignet. Kommen wir gleich zur nächsten Figur. Schaut hinten nochmal, die etwas, achtet auch drauf, 3,75 Inch, 6 Inch, verschiedene Größen, verschiedene Hersteller, Bandai oder halt Hasbro, um dann mit diesen Figuren besser arbeiten zu können. Das ist jetzt die Figur aus der Rebellengeschichte bzw. Stormtrooper. Als erste Variation aus 1, also Clone Wars, wenn wir beim Thema bleiben wollen. Die Clone Wars sind irgendwie nicht so angekommen wie die normalen Sturmtruppler von 4, 5, 6 und 7. 1, 2 und 3, diese Sturmtruppler sind halt nicht so angekommen, vor allen Dingen überhaupt kaum die ersten überhaupt, die Roger Figuren, also die Roger Figuren sind ja so gut wie gar nicht irgendwie angekommen, jedenfalls nicht in der Masse. Diese hier, naja, kann man wie gesagt mit arbeiten, ist mehr was für Kinder, die mit dieser Figur spielen wollen, und die anderen, die sammeln wollen, wissen genau Bescheid über die Qualitätsmerkmale bei allen Figuren, nicht nur bei dieser Figur. Lasst es mal einfach sagen. Ich begrüße euch, wie gesagt, noch einmal total und recht herzlich bei der Star Wars Show Deutsch. Wir stellen hiermit Figuren vor, nicht nur in der Live-Sendung, sondern auch hier in dieser sogenannten Figuren-Animationssendung, wo wir die Figuren aus den Schachteln nehmen und die uns mal anschauen.